Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen heute diese Mumie aus Fondant als Topper für Muffin, Cupcake, Kekse oder Torte. Ihr braucht einfach nur Hautfarbe, dünn ausgerollt aus Fondant oder Marzipan alternativ, funktioniert auch. Und da drauf machen wir unser Mumiengesicht. Wichtig, dass ihr den Kreis in der Größe ausstecht, in der ihr die zu schmückende Backware habt, ob Keks, Muffin, Torte, je nachdem, und den Rand ein bisschen glatt streichen, und ihr könnt mehrere Kreise ausstechen, wenn ihr zum Beispiel mehrere Muffins zu dekorieren habt oder eben nur eines, wenn es nur eine Backware ist. Dann nehme ich weißen Fondant und roll den auch dünn aus, und zwar solche Streifen. Die schneide ich mir dann dazu wie solche einzelnen Verband Streifen. Und lege mir jetzt hier, da gibt es keine genauere Anleitung, das darf chaotisch sein, das soll chaotisch sein, lege mir jetzt hier die einzelnen quasi Verbandstreifen querbeet auf diesen Kreis drauf. Das Überstehende schneide ich immer ein bisschen ab, damit das einfach am Rand von diesem Kreis endet. Und da könnt ihr ganz viele Lagen drüber legen. Was ich gern mache, ist, dass ich die Augenpartie ausspare. Und mir ist immer ein bisschen wichtig, dass das sehr kreuz und quer liegt, damit das eben dementsprechend dann auch aussieht wie eben so eine gruselige Mumie. Das ist ein bisschen eine Fitzelei, und dauert ein bisschen, finde aber den Effekt extrem süß für eure Halloween, Dekos. Wichtig, wenn die einzelnen Verbandstreifen nicht kleben, könnt ihr euch Zuckerklebe zur Hilfe nehmen. Gibt es inzwischen im Supermarkt in fast jedem Backregal. Und ansonsten könnt ihr die Kontaktstellen, also die Stelle, die nicht klebt, ein bisschen mit Wasser befeuchten. Ja, und das wird einfach so gemacht, so lange, bis euch das Ganze gefällt. Und ihr einfach sagt, so, jetzt schaut das für mich mumienmäßig genug aus. Ihr müsst das Gesicht an sich natürlich nicht hautfarben machen. Ihr könnt das auch weiß machen, wenn ihr keinen hautfarbenen Fondant habt oder den nicht einfärben möchtet. Das funktioniert auch. Wenn ihr übrigens das aus anderen Fondantfarben mischen möchtet, braucht ihr nur weißen Fondant nehmen, bisschen einen roten, ganz, ganz wenig, bisschen einen gelben. Und manchmal, wenn euch das dann, wenn das nicht gut ausschaut, nehmt ihr noch ganz wenig blauen Fondant und ihr habt euch eine Hautfarbe ermischt. Oder ihr nehmt weiß und braun, das funktioniert auch oft sehr gut. Nur als kleine Randnotiz. Muss aber, wie gesagt, nicht hautfarben sein. Ja, und wenn ihr zufrieden seid, dann kommen noch die Augen und der Mund. Den Mund habe ich mit einem Lebensmittelfarbstift aufgezeichnet. Einfach zu einem Lächeln, weil ich wollte es ein bisschen niedlich. Und für die Augen einfach zwei grüne Kugeln aus Fondant, damit es ein bisschen gruselig ausschaut, mit zwei kleinen schwarzen Kugeln, die ich drauf gedrückt habe, flach gedrückt. Und das sind die zwei Augen für die Mumie. Das ist das fertige Ergebnis. Könnt ihr einfach auf Fondant geeignete Backware kleben. Ich gebe zum Beispiel auf die Muffins gern einen Klecks Schokolade, flüssige, klebe dann diesen Topper auf. Ihr könntet auch auf eine Torte mit zum Beispiel Schokoladenglasur das dann drauflegen. Buttercreme funktioniert auch, Ganache. Das sind die Möglichkeiten. Alles Liebe, bleibt gesund. Tschüss.